Im März 2023 wurde Alec Murdoch zu 2 lebenslangen Haftstrafen ohne Aussicht auf Bewährung für die Ermordung seiner Frau und seines Sohnes Maggie und Paul Murdoch im Jahr 2021 auf dem ländlichen Anwesen der Familie in South Carolina verurteilt. Der Fall Murdoch und der anschließende Prozess brachten eine Reihe mysteriöser Todesfälle im Zusammenhang mit der Familie Murdoch ans Licht, die sich über Jahrzehnte erstreckten, sowie eine Vorgeschichte von Murdochs Drogenproblem. Außerdem wurden zahlreiche Fälle von Finanzbetrug und Veruntreuung der Anwaltskanzlei und des Familienvermögens der prominenten Familie aufgedeckt. Neben diesen beiden Verurteilungen wegen Mordes wurde Murdoch in 2 Fällen wegen Besitzes einer Waffe bei der Begehung eines Gewaltverbrechens verurteilt. In der Anklage gegen Murdoch behauptete die Staatsanwaltschaft, er habe seine Frau und seinen Sohn ermordet, da ihn die finanzielle Veruntreuung in der Vergangenheit eingeholt habe. There were plenty of times where I took money that I shouldn't have taken. There were plenty of times where I stole money. Der Staatsanwaltschaft zufolge könnte auch Murdochs selbst zugegebene Abhängigkeit von opiathaltigen Schmerzmitteln sein Denken beeinflusst haben. Murdoch war zum Zeitpunkt seiner Verurteilung 54 Jahre alt. Laut CNN plädierte er in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig. Bei seiner Anhörung zur Urteilsverkündung verwies Murdoch im Gespräch mit Richter Clifton Newman auf das Andenken an seine ermordete Frau und seinen Sohn und deutete an, dass die langwierigste Strafe für die Verbrechen, für die er jetzt verurteilt wurde, stattdessen eine selbst zugefügte sein könnte. Bei der Verurteilung von Alec Murdoch sagte Richter Clifton Newman: Ich weiß, dass Sie Paul und Maggie in der Nacht sehen müssen, wenn Sie versuchen einzuschlafen. Ich bin sicher, dass Sie sie besuchen kommen. Hierauf hatte Alec Murdoch eine kurze und erschreckende Antwort. All day and every night. Wie CNN schrieb, mussten die Staatsanwälte im Prozess gegen Alec Murdoch zunächst einen Mangel an eindeutigen Beweisen ausräumen, die den ehemaligen Anwalt mit dem Verbrechen in Verbindung brachten, um ihre Verurteilung zu erreichen. In Anbetracht des Mangels an eindeutigen Beweisen, einschließlich einer Mordwaffe, Blutspuren auf Murdochs Kleidung oder Zeugen, stützten die Staatsanwälte ihre Argumentation auf Fotos, Videos und Handydaten, die zeigen, dass Murdoch in der Nähe war, wo seine Frau und sein Sohn erschossen wurden. Laut Murdoch sah er seine Frau und seinen Sohn lebend in der Nähe der Zwinge auf dem weitläufigen ländlichen Anwesen der Familie Murdoch. Dann verließ er den Tatort, um seine Mutter zu besuchen, so Murdochs Verteidigung. Nach Murdochs eigener Aussage rief er den Notruf an, als er zum Grundstück zurückkehrte und seine Frau und seinen Sohn tot auffand. Der Schlüssel zum Fall der Staatsanwaltschaft waren Videobeweise auf Paul Murdochs Telefon, die beweisen, dass Murdoch nur einen Moment vor dem Tod von Paul und Maggie dort war. Die Standortdaten von Murdochs Mobiltelefon widerlegten auch das ursprüngliche Alibi des ehemaligen Anwalts. Um diese Diskrepanz zu erklären, behauptete Murdoch, seine Abhängigkeit von opiathaltigen Schmerzmitteln habe zu paranoiden Gedanken geführt, weshalb er die Ermittler anfangs angelogen habe. As the addiction evolved, there would be situations where you would have these paranoid thoughts. Im Zeugenstand fügte Murdoch nach Angaben von CNN hinzu: Am 7. Juni habe ich nicht klar gedacht. Ich glaube, ich war nicht fähig, vernünftig zu sein. Und ich habe gelogen, dass ich dort unten war. Murdochs Verteidiger beabsichtigen, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Ihrer Ansicht nach hätten die Beweise für Murdochs Finanzbetrug unzulässig sein müssen. Laut CNN äußerte sich Murdochs Anwalt Jim Griffin zu den Finanzdelikten mit den Worten: Das wurde als Motiv dafür angeführt, warum er nach Hause gehen und seine Frau und seinen Sohn töten würde. Was wir für unlogisch und lächerlich hielten. Es gab wirklich keine Beweise, die das eine mit dem anderen in Verbindung brachten. Murdochs Verteidiger Dick Haputlian fügte hinzu: Nach den Finanzdelikten haben wir auf einen Fehlprozess gehofft. Sie wissen schon, eine sogenannte hängende Jury. Das war das Beste, was wir tun konnten. Murdoch wird nun wegen 99 Finanzdelikten vor Gericht stehen. Zum Zeitpunkt dieses Berichts stand der Verhandlungstermin noch nicht fest. Die Staatsanwaltschaft von South Carolina hat es abgelehnt, im Fall Murdoch die Todesstrafe zu verhängen.